willkommen zu einer neuen Folge von Familie Fusco. Ja, ich war mit Emil jetzt schon in der Arbeit und es ist nichts Weltbewegendes passiert. Er musste nur Beweismaterial analysieren und diese dann an der Tafel hinzufügen und so ging es die ganze Zeit. Dann hat er mal mit dem Polizeipräsidenten quatschen müssen und Fingerabdrücke abnehmen, Fotos schießen von den Verhafteten. Ja, also alles so nichts Weltbewegendes und ja, deswegen lohnt sich das auch nicht, Bilder einzublenden oder sonst was. Wir machen einfach hier jetzt weiter, wo sie umgezogen sind und Harry ist von der Arbeit zurück und wird mal hier den Mega-Verkauf machen. Das kann der locker machen hier, dass man hier alles, oh, und das kann er weiterentwickeln, weil er muss noch sein Bestreben hier unten abschließen. Dann können wir ihm auch mal neues Zeug hier besorgen. Ja, was machen unsere Bienchen? Wir werden mal den Honig sammeln. Emil ist hoffentlich schon reingegangen. Ja, hier seht ihr unser tolles Wohn-Esszimmer. Jetzt, die macht schon wieder Sport. Die macht mich verrückt. Der muss auch aufs Klo. Dem geht's noch gut. Emil. Unwohl, stinkende Windel. Nee, ein kleines Kind. Oh, der... Eine volle... Du, das ist doch ganz einfach, Emil. Wenn der in die Windel gemacht hat, meine Güte, dann wechsel ihm doch bitte die Windel, oder? Können wir auch gleich mal gucken. Oh, dem geht's ja noch gut. Ja, ja, der stinkert hier. Und wie der stinkert. Oh mein Gott. Der stinkert aber... Arg. Ja. Genau, schmeiße weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, dann der Kleine. Was kannst du denn machen? Kannst du hier, da, guck mal, mal was. Und Emil muss, glaube ich, nichts mehr machen oder fünf Fälle lösen. Ja, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Der muss aber noch seine Hausaufgaben machen. Nee, du brauchst jetzt nicht mit Puppenhaus spielen und machst jetzt deine Hausaufgaben. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Och, Emil sitzt und schaukelt. Nee, ernsthaft, er strickt. Emil, was geht mit dir? Und er schwitzt. Oh mein Gott, haben wir es heiß im Haus. Okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal hier machen. Oh Gott, sieht das putzig aus. Sieht das putzig aus. Jetzt muss ich mal dahin. Mal gucken, ob ich den irgendwie da drauf kriege. Ach Gottle. Ach Gottle. Oh, wie süß. So goldig. Oh, Matteo. War doch Matteo, ne? Ich glaube, ja. Nee, Samuel. Oh mein Gott, ich bringe die Kinder echt schon durcheinander. Ihr merkt, ich habe gerade so viele Kinder hier in meine Spielstände drin. Das ist, glaube ich. Ey, wieso ist Kilian jetzt älter geworden, ohne irgendwas zu sagen? Nein, ich habe den Geburtstag von Kilian vergessen. Oh mein Gott, ich wollte ihn doch feiern. Oh nein, das ist ja echt Katastrophe. Oh Kilian, das tut mir jetzt so leid. Ja, da führt jetzt kein Weg vorbei. Das ist jetzt einfach dumm gelaufen, ganz ehrlich. Kilian, in welche Richtung stecke ich dich? Ich denke, ich gehe jetzt erstmal auf dieses Vermögen, wie ich das immer mache. Dann kann er wenigstens ein bisschen Punkte sammeln und nachher mache ich dann ein anderes. Weil das schaffe ich eigentlich immer ganz gut. Was haben wir denn? Er ist gesellig. Ich schätze ihn doch so eher als Bücherwurm ein, ganz ehrlich. Ich glaube, er ist ein Bücherwurm. Oh, was hat er schon erreicht? Okay, Moment. Was hast du erreicht? Alles? Kann ich da mal nachgucken? Das war, glaube ich, hier. Aha, das ging jetzt aber schnell. Brauche ja auch nicht mehr viel. Okay, aber das schaffen wir. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. So, lass dich mal angucken. Oha, ein schicker Bursche. Ja, ich würde sagen... Wir müssen mit ihm dann in den Cast gehen. Ja, das nehme ich weg. Ich mag nicht, dass der traurig ist. Okay, dann mache ich das jetzt ganz kurz mit dem Cast.
So, meine Lieben, er ist fertig umgestylt. Ihr seht hier das Alltagsoutfit. Ja, Abendbekleidung, Sportbekleidung. Wenn er schlafen geht, Body, Schwimmhose. Und bei heißem Wetter, richtig lässig hier. Und wenn es kalt ist, ich habe es etwas jugendlich hingekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihm andere Wimpern gegeben. Die anderen waren zu lang. Und ich habe ihm andere Augenbrauen gegeben. Es sah einfach furchtbar aus mit den Augenbrauen. Und natürlich wieder lockige Haare, weil das darf nicht fehlen. Und jetzt wieder ab ins Spiel. Oh ja, hier steht er bei seinem Vater und ja. Aber es geht ihm soweit ganz gut. Finde ich prima. Hier haben wir nichts mehr. Der hat es nicht gemacht, ne? Nein, er hat es nicht gemacht. Weißt du was, Kilian? Dann mach doch du bitte den Rest und verkaufe alles. Wenn er das nicht machen will, dann hat er einfach nicht gehabt. Gott, der kann gar nicht weiterentwickeln. Ich weiß auch gar nicht, welcher das ist. Der war das. Oder jetzt? Noch was? Geht so? Gartenarbeit mag? Ja, du magst das. Ich sag das jetzt einfach, dass er das mag. Hat er auch die Bienchen gemacht? Das hat er gemacht. Okay. Wunderbar. Dann lass mal gucken. Du hast doch den Honig bei dir drin, ne? So, sag ich, der Rainer, ne? Okay, der macht es. Oder jetzt alles? Keine Ahnung. Okay, der hat nichts mehr. Magst du mal aufs Klo gehen vielleicht? Dann gucken wir mal nach denen. Okay, sie geht dann auch mal aufs Klo und dann nimmt sie sich Reste. Ach, weißt du was? Ist das fertig? Greta! Oh mein Gott! Hör doch mal bitte auf jetzt! Das ist ja gruselig, so viel Sport, wie die macht. Nimm die Reste bitte und lass das jetzt mal endlich. Oh, wie putzig. Ernsthaft? Harry kümmert sich um den Kleinen, erzählt ihm was. Oh mein Gott, ist das süß. Es ist ja herrlich. Ach, Harry ist ein toller Onkel, ne? Oder was denkt ihr? Voll süß. Samuel, wie geht's dir eigentlich? Oh, 20 Uhr. Ich denke, Daddy sollte dich mal ins Bett tragen. Jetzt muss ich nur gucken. Oh, ernsthaft? Überspielen im Müll belehren. Das geht gar nicht. Mein Gott. Samuel in Schlaf. Nicht lesen, sondern ins Bett bringen. Er plündert schon die Teile. Auch nicht schlecht. Dann werf das weg. Dann musst du das nicht machen. Prima, perfekt. Wunderbar. So, dann läuft es. Greta. Oh, ich drehe noch durch hier mit denen. Also das Bild, Leinwandrahmen, das tun wir irgendwann mal. Guck mal, das kriegst du mal rein. Im Inventar. Dein erstes Bild von Anne, von deiner Oma. Okay, Hausaufgabenheft. Das stecken wir einfach immer rein, falls er mal eins verliert. Dann hat er noch eins. Kilian muss doch bestimmt Hausaufgaben machen, ne? Und dann kann er doch noch mal ins Tagebuch reinschreiben. Und dann wird es auch Zeit für ihn zum Schlafen. So, oh Gott. Bis ich da durch bin. Die steht nur da. Geh mal schlafen. Nee, Greta, du gehst jetzt auch schlafen. Jetzt ist genug, jetzt ist genug. Harry, sein Zimmer war, glaube ich, hier. Dann kann der auch schlafen gehen. Ey, Leute, ich komme echt hier ins Rollen. Es sind doch zu viele Sims. Oh mein Gott, ist das heftig. Da schlafen. Anne schläft hinten. Mit der müssen wir dann auch mal wieder ins Reich der Magie, denn sie hat ja noch was vor.
Und sie muss noch ein paar Tränke brauen, auf alle Fälle. Ist eigentlich dieses automatische Thermostat aktiv? Wunderbar, perfekt. Okay, die zwei gehen schlafen. Ich mache den Tag jetzt fertig. Ja, wir springen schon wieder nach vorne, nach hinten, wie auch immer. Und auf jeden Fall, wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Ja, Emil, Greta und Anne sind wach. Oh Gott, Anne, was machst du? Moment, mal gucken hier, was die hier treiben. Okay, er nimmt hier was zu essen. Und du willst draußen malen. Das war sowas von klar. Anne, unsere kleine Malerin. Verhütungsmittel Greta hat eine Antibabypille eingenommen. Sehr schön. Er hat mich nervt das immer mit der Menstruation, deswegen habe ich das abgestellt. Das mag ich gar nicht. Nee, du machst jetzt keinen Sport. Donnerlad ich noch einmal. Hör doch mal auf, der Hanna ständig Sport zu machen. Gott, ist jetzt frisch. Ich würde jetzt sagen, ey, echt neu. Du suchst dir jetzt einen Job. Das geht mir echt auf den Keks. So, die sucht sich jetzt einen Job. Und immer nur Sport. Das ist ja abnormal. Okay. Also, sie geht jetzt auf jeden Fall wieder arbeiten, denn das geht mir wirklich sowas auf den Keks mit ihr. Die übertreibt sie ein bisschen. Ich habe echt Angst, dass sie mir irgendwann mal tot umfällt, wenn die so viel Sport macht. Wir nehmen von 9 bis 13 Uhr. Das finde ich eigentlich eine gute Zeit. Das ist wie so ein Halbtagsjob. Und dann ist sie da danach dann auch wieder zu Hause. Ich denke, das passt zu ihr. Ja, das machen wir. Wunderbar. Perfekt. Das heißt, sie muss dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag arbeiten. Perfekt. Er hat samstags frei. Das trifft sich gut. Dann kann er ja noch Samuel schauen. So, der muss arbeiten. Der hat frei. Der hat auch frei. Der hat noch nichts. So, Emil räumt jetzt mal auf. Oh, was wolltet ihr gerade machen? Habe ich euch... Ich habe sie gestört. Die wollten irgendetwas machen. Wo geht Greta hin? Bewunderung. Und was macht... Ah, Leo geht zum Schach. Alles klar. Muss er nicht auch noch was machen? Essen. Essen wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Also gut, dann nimm du dir Reste. Oh Gott, die zwei. Ja, ihr seid so süß miteinander hier, echt. Ja, ich lasse euch mal machen. Ich kümmere mich jetzt um... Oh, Anne, könntest du mal ganz schnell fertig malen und dir dann was zum Essen nehmen? Du bist dann auch gleich fertig mit Essen, hoffe ich. Los, mach mal hin. Räumst du deinen Teller auf? Kilian? Räum ihn auf. Räum deinen Teller auf. Ich muss mit euch immer hier... Ja, du darfst. Ich schicke dich mit Kilian los und zwar spazieren gehen und joggen gehen. So, wunderbar, perfekt. Dann haben die das gemacht. Wenn du fertig bist, verkaufst du das mal noch geschwind? Nee, das wird dann auch er verkaufen, damit er da zurechtkommt. Wir reisen jetzt. Wahrscheinlich wird es dann nicht gemacht. Ich muss nur warten, bis der losgeht mit dem Hund. Dann habe ich vielleicht gute Chancen, dass er mit dem Hund war. Ach, er holt jetzt. Kirk, okay. Dann muss ich echt jetzt dabei bleiben und gucken. Gibt's doch nicht. Genau, los, Abmarsch, geh joggen. Los, Avanti. Verlass das Haus, bitte. Weil der Rauschen ist hier. Es ist Glück, ja, alles klar. Anne. Jetzt sitzt sie da. Okay, wir reisen. Okay, wir sind hier angekommen und wir brauchen natürlich einen Trank. Abfüllen, was war das? Emotionale Stabilität. Und wir müssen hier noch einen Trank brauen. Was war das? Diese wiederbelebt im Nu, ne? Im Ableben sofort wiederbelebt, genau. Oh, wir brauchen eine Schnitterblume. Wir haben keine Schnitterblume. Wieso haben wir keine Schnitterblume? Können wir das übers Telefon vielleicht kaufen? War das unter Kaufen? Ah, kaufen, okay. Dann gucken wir mal, ob wir diese Schnitterblume finden. Alle Anzeigen können wir auch Blumen machen. Gartenarbeit hier. Mal schauen, ob wir hier eine Schnitterblume finden. Das wäre ja echt cool, wenn da eine drin wäre.
Eine Schnitterblume. Oh ja, wir nehmen gleich zwei, falls der Trank nichts wird. So, Trank brauen. Wiederbelebt im Nu. Das müssen wir machen. Und dann hieß es, sie soll diesen Trank einnehmen. Warum hat die eigentlich immer solche Augen? Also wenn ihr wisst, warum die beim Trankbrauen und so immer diese Augen bekommt, dann dürft ihr mir das gern sagen. Denn ich habe keine Ahnung, was das soll. Ja, während sie mal hier... Wer bist du? Hermine Douglas. Oh, dich können wir gar nicht leihen. Du hast dich mit uns angelegt oder so, ne? Irgendwie. Sie guckt, ob wir das auch richtig machen. Sehe ich das richtig? Und grinst sich eins. Ja, ich habe dir das gesagt. Ich hoffe, das hilft auch. Na, du bist eine hier. Okay, der Trank ist jetzt fertig. Ja, du darfst gleich alles abfüllen, bitte. Und dann gehen wir ganz schnell hier auf die Toilette. Und dann reißen wir auch schon wieder. Bitte, mach doch, bevor du dich einpinkelst. So. Ja, und. Klappt das alles? Ja, wunderbar. Wir gehen nämlich dann und werden ihn irgendwie wiederbeleben, ja? Und vorher wird sie diese zwei Tränke nehmen, die sie nehmen soll. Ja, sehr schön. Handhygiene muss sein nach dem Toilettengang. Denkt über Familienmitglied nach. Nee, das brauchen wir nicht. Wir reisen. Ja, meine Lieben. Ob sie es schafft oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn ihr da wieder reinschaut. Ich beende hiermit den Part und ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal echt wieder rein und hinterlasst mir vielleicht ein Like und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut auch gern unten in der Videobeschreibung rein, da habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich bei ihnen vorbeizuschauen. Dann findet ihr noch Discord-Server-Links, auch da seid ihr alle recht herzlich willkommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem wann ihr diese Folge anschaut. Tschüss!